Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Gala waren hoch. Sie sind ein ziemliches Risiko eingegangen, dort aufzutauchen. Wenn wir Dr. Emeril entführen wollten, mussten wir es von innen tun. Beth Wilder. Sie haben ihr schnell vertraut. Wir hatten gemeinsame Interessen. War das alles? Ja, das war alles. Hallo. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so in Schale werfen würdest. Vielleicht hältst du lieber die Klappe. Wir versuchen, etwas Ruhe zu haben, bevor es losgeht. Okay. Befreist du mich aus diesem Stuhl? Hör auf zu zappeln. Du wirst das hier brauchen. Vielen Dank. Klar. Wie sieht's aus da draußen? Sie glauben sich in Sicherheit. Alle konzentrieren sich auf die Party. Dein wahnsinniger Plan scheint zu funktionieren. Und Dr. Emeril? Ich habe sie noch nicht gesehen. Aber sie wird entweder bei der Party oder in ihrem Büro im F&E-Labor hier auf der Insel sein. Ich misch mich bei der Party unter die Leute. Du süffelst also Champagner, während ich in eine Hochsicherheitsanlage einbreche? Du hast wohl an alles gedacht. Ich heb den Cocktailwürstchen auf. Oh, na dann. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Quantum Break. Ich kann meine Zahnung nicht die ganze Nacht aufrechterhalten, aber ein wenig Zeit haben wir noch. Du kannst also nicht mit mir zur Vordertür raus. Das ist sowieso der schnellste Weg zum F&E-Labor. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe das Sicherheitssystem des Hintereingangs deaktiviert, aber es wird Wachen geben. Meld dich, wenn alles in Ordnung ist. Warum steht der immer so komisch in dem Spiel? Und Jack, du weißt, worum es hier geht. Keiner steht so. Guck das mal an. Es geht nicht um Rache. Ich bin keiner steht so. Wer steht denn so im realen Leben? Viel Glück. Danke. Ich glaube, er wollte sagen, legen wir los. Halt LB gedrückt. Drücken wir mal B in den Nahkampf zu Boden. Ich muss mal B. Ich muss erst mal gucken, wo B ist. Das gibt Kopfschmerzen. Verdammt. Das wird morgen ganz schön wehtun. Achso, Meine Kräfte wuchsen und ich lernte, sie besser zu kontrollieren. Ein großartiges Gefühl. Wer hat diese Türen gebaut? Hilft wohl nur mehr Tempo, um da durchzukommen. Ja, aber es ist ja außerhalb des Radius. Es funktioniert da nicht. Doch, funktioniert. Alles klar. Ich dachte, das wäre nur so ein Radius. Sehr Science-Fiction-mäßig und sehr Monarch. Aber es scheint, dass es nicht von Ihnen in Auftrag gegeben wurde. Kühlschrank. Ich bräuchte einen neuen. Hey Beth, ich bin soweit. Was jetzt? In Ordnung. Kaputt? Die Vorderseite. Sie ist zu schwer gepanzert.
Du hättest mich ruhig warnen können, Beth. Achso, wir können es auch einfach so ausschalten. Haben wir gerade ein leichtes Maschinengewehr aufgenommen? Wir haben gerade ein leichtes Maschinengewehr aufgenommen. Ja, ich muss okay, halt wie komme ich zum Radarturm? Ich habe natürlich das Befürchtnis, dass hier irgendwie noch so eine Welle ist. Aber sieht jetzt nichts. Doch, da. Wusste ich's doch! Chronoquellen gefunden, 1 von 8. Alter, 1 von 8, ernsthaft? Das heißt, dass hier noch 8 Wellen oben sind. 100% entdeckt. 75%. Chronoquellen. Scheiße, wir haben keine Quantenquellen gefunden. Ah ne, die waren noch gar nicht da. Wir haben aber noch übelst viele Chronoquellen. Fuck. Auch da Chronoquellen. Krass, wir müssen viel mehr nach Chronoquellen gucken. Wir müssen wirklich viel mehr nach Chronoquellen gucken. Hoch mit dir. Warum? Ach, das kannst du von hier. Hey, von hier kann ich es wieder nicht. Ich kann es natürlich nur von da machen. In Ordnung. Ich weiß nicht, wie wir die Trockendocksache der Öffentlichkeit erklären sollen. Hey, es waren nur unsere Leute da. Wir können erzählen, was wir wollen. Wir nennen es einen Unfall oder schieben es. Wir werden angegriffen. Das war der letzte. Die Zeit fühlte sich hier zerrissen an. Küstenverteidigung. Küstenverteidigung wurde am zweiten fertiggestellt. Also mehr der Stelle. Okay. Die Kanone schien von der Zeit losgelöst. Der Zeitstrang der alten Kanone fühlte sich lose an. Ich konnte sie verändern. Gutes Ziel für eine Kanone, Jungs. Ich habe nachgedacht. Die Berechnungen von Monarch geben an, dass die Anomalien häufiger auftreten werden. Wenn eine auftritt, während wir uns Dr. Emerald schnappen. Wirst du in der Zeit eingefroren? Ja, ich weiß, das ist ein Risiko. Monarch-Spezialsoldaten haben Anomalie-Schutzanzüge. Ich wette, Dr. Emerald hat auch einen in ihrem Büro. Ich schaue mich um. Vielleicht kann ich einen für dich finden. Drei weitere, um das Upgrade zu kaufen. Oh, 5 Punkte, Wahnsinn. Warte, was haben wir denn? Zeitblick. Komm, kaufen wir mal das. Erreiche den Radarturm. Schalte die feindlichen Einheiten aus, okay. Das klingt nach Stress. Wir stehen unter Beschuss! Nein! Wieso? Kräfte haben. Muss man das wohl nennen. Ich habe auch gehört, dass es um etwas Persönliches geht. Hatch wäre der oberste Chef. Einerseits schon, andererseits nicht. Hatch ist das offizielle Gesicht. Ja, der hält sich denn da noch? Der eigentliche Boss, aber er bleibt gerne im Hintergrund. Das ist ziemlich seltsam. Willkommen bei Monarch, Kollege.
Wir sind hier mitten in der Schießerei. Wir sind hier mitten in der Schießerei und die tratschen. Ist wahrscheinlich einfach zu schnell angegriffen. Ah, okay. Okay. Und tschüss, würde ich mal sagen. Jack, ich habe das Sicherheitssystem deaktiviert und das Tor entriegelt, das zum Turm führt. Sag Bescheid, wenn du dort ankommst. Okay. Danke, Beth. So, gibt's irgendwas, was wir mitnehmen können? Was wir machen können? Ich muss zum Radarturm. Ja, ich brauche aber auch diese Krona-Dinger. Also beruhigt schon mal. Können wir Munition aufnehmen? Okay. Nächster Halt, Radarturm. Super, noch einer. Ja. Warum funktioniert das nicht? Jetzt. Hier. Leichtes Maschinengewehr. Karabiner. Ich gehe mal davon aus, dass ich schon wieder drei von den Dingern. Ach, jetzt ist mir schon wieder die Webcam stehen geblieben. Die Facecam stehen geblieben. Ich krieg hier das Kotzen, Moment. Ach man, funktioniert im Moment aber auch gar nichts. Ey, das nervt mich im Moment so dermaßen. Ey, wenn ich mit dem einen Programm aufnehme, ist die Webcam nicht, die Facecam nicht synchron. Mit dem anderen Programm bleibt sie mir ständig stehen. Ich weiß nicht, woran die. Das liegt, das kotzt mich so an im Moment. Ey, das glaubt ihr gar nicht. Alles streng geheim. Der Lift im Inneren bringt dich runter. Ernsthaft? Was ist das hier? Das Geheimversteck eines Bond-Bösewichts? Du hast ja keine Ahnung. Fall bloß nicht in das Haifischbecken. Scheiße. Nee, ernsthaft, das kotzt mich im Moment richtig an. Es ist total. Ohne Schema, warum, bei was passiert. Manchmal kackt mir einfach mal. Das eine Programm bleibt ständig stehen und das andere Programm, wie gesagt, synchronisiert das nicht richtig. So, ich habe die Webcam jetzt nochmal neu, oder die Facecam jetzt nochmal neu gestartet. Ich weiß einfach nicht, woran das liegt. Das kotzt mich im Moment so dermaßen an. Das eine Programm nimmt nicht synchron auf. Das verschiebt sich während der Aufnahme ständig. Das andere Programm bricht ab, wo nicht mal abzusehen ist, wann es genau abbricht. Also man kann nicht sagen, hier nach 5 Minuten bricht's ab oder nach 2 Minuten bricht's ab. Ah, links ist hier nochmal so ein Punkt. Es nervt mich einfach im Moment nur noch. Bin ich echt schon überlegen, ob ich das mit der Facecam mittlerweile weglasse, weil es ist zu viel Arbeit, zu viel Aufwand. Und dann lieber wieder ohne Facecam. Der Stream fängt an. Geben wir Monarch das Publikum, das sie verdient. Damit wir weiterhin die Kontrolle behalten. Und darum geht es heute Nacht. Die Zukunft. Wir wussten alle, dass dieser Tag kommen würde, auch wenn... Hey, Beth. Ich gehe runter in die Labore. Okay. Auf der Party gibt es ein kleines Durcheinander. Serenes rechte Hand ist auf dem Podium. Es hätte aber Serene sein sollen.
Ja, Paul war wohl zu sehr damit beschäftigt, mir sein Herz auszuschütten. Also ich würde das gerne mit der Facecam weitermachen. Aber ich habe echt das Problem, es läuft nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vor allem mit dem einen Programm hat es ja bis jetzt immer super funktioniert und auf einmal merke ich, dass es nicht mehr synchron ist. Jack, das lokale Sicherheitsnetzwerk hat Alarm geschlagen. Sie wissen, dass du da bist. Fuck. Ziel! Sag bloß! HQ, eröffne Feuer auf Ziel. Ende. Ja, wie komme ich hier raus? Ziel eliminieren. Ende. Sichtkontakt! Die Frage ist, wie komme ich hier raus? Also. Und nun? Wie hält denn der die Waffe? Dr. Emeralds Büro. Anscheinend ist es eine Ebene höher. Okay. Kann man da bestimmt noch irgendwas einsammeln. Hier kann man bestimmt doch noch irgendwo was einsammeln. Da kann ich was einsammeln. Das ist nur Munition. Ich kann dir doch die Waffen wegnehmen, oder? Nein, kann ich nicht. Da stimmt doch was nicht. Ernsthaft, dass mich jetzt eine Tür getötet hat? Ey, was ist das für ein fucking Spiel? Da stimmt doch was nicht. Tötet von einer fucking Tür. Kann ich die nicht töten? Waffengebrauch freigegeben! Das wird immer häufiger. Oh, jetzt hab ich aber erschrocken. Ich dachte, der meint mich. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Es ist, als ob ich ausgesaugt werde. Kronen bewirken, dass du deine Zeitkraft nicht einsetzt, kann oder überlasse ihnen wirken, ist damit. Okay. Das ist besser. Wozu brauchen sie so ein Ding überhaupt? Das Ding saugte meine Kräfte aus. Wir nennen es den Kronondämpfer. Okay. Ey, das kann's doch nicht sein, dass man hier von den fucking scheiß Türen getötet wird. Alter, was ist denn das für ein Kackspiel? Ey, na ernsthaft, jetzt regt mich gerade richtig auf. Das Ding saugte meine Kräfte aus. Wir nennen es den Kronondämpfer. Als Paul mich in der Zelle besucht hat, sagte er, die Zeit sei ein geschlossener Kreis. Glaubte, dass der Riss nicht repariert werden könne. Beim Anblick der Größe dieses Labors begann ich mir Fragen zu stellen. Wenn die Zeit enden würde, warum dann das alles? Nice. Gott sei Dank. Ach, die haben diese Anzüge an, bisher nicht diese Anzüge, aber diese
diese Schutzdinger da. Dr. Emeralds Büro. Anscheinend ist es eine Ebene höher. Okay, ich muss zu Dr. Emeralds Büro. Das Diagramm zeigte, dass die größten technischen Erfindungen von Monarch ab 2010 begannen. Zur gleichen Zeit begann auch etwas anderes. Ground Zero. Was ist das denn? Das sollte ich mir mal angucken. Also wie gesagt, bin jetzt bei Folge 12 oder so. Ich habe jetzt locker mal 5-6 Stunden Spielzeit. Es ist langweilig. Das Spiel. Wie komme ich denn zurück? Wollen wir das mal angucken? Komme ich echt da nicht zurück? Warum kann ich da jetzt nicht wieder zurücklaufen? Weil die scheiß fucking Tür da nicht mehr aufgeht? Ey, es ist so doof gemacht teilweise. Ich kann da jetzt echt nicht wieder zurück. Nicht. Es ist doch zum Kotzen. Oh, Scheiße. What the fuck? Ernsthaft? Irgendwo ein Stopper sein, der meine Kräfte absorbiert, oder? Ich muss doch bei der gottverdammten Schwachstelle gehen. Ah, der meine Deckung ist weg. Wieso sagt mir das keiner? Es muss einen Weg geben, ihn zu sprechen. Wahrscheinlich. Wieso nimmt der keine leichte MG-Munition auf? Warum war die auf einmal auf Null? Hat er das gesehen? Also irgendwie... Irgendwie ist das Spiel mir total... Also es macht überhaupt keinen Spaß.
Also ich spiele es jetzt wirklich nur, um es durchzuspielen, aber nicht, um mich irgendwie flashen zu lassen vom Spiel. Es ist zum Kotzen, ganz ehrlich. Und Ladezeiten, ey, das ist wieder... Wir nennen es den Kronondämpfer. Aber jetzt könnte ich ja theoretisch das Nachbarbüro. Das war eine Art Überwachungsdrohne. Die Tatsache, dass Monarch auch Augen im Himmel hatte, beunruhigte mich ein bisschen. Was? Sicher, dass das nicht zu uns zurückverfolgt werden kann? Unmöglich. Ich habe die Steuerung so angepasst, dass die Drohne auf ihren Befehl hin in die Villa stürzt. Gut. Sehr gut. Ich werde sicherstellen, dass Sophia in Position ist, wenn es soweit ist. Warten Sie auf mein Signal. Okay. Das Gefühl, hier hinten ist irgendwo noch ein... Da. Ich wusste es doch. Nun, was haben wir denn hier? Achso, von hier sind wir gekommen. Achso, dann hätten wir da wahrscheinlich... Ist da irgendwas? Nee. Okay, ich muss zu Dr. Emeralds Büro. Als Paul mich in der Zelle besucht hat, sagte er, die Zeit sei ein geschlossener Kreis. Glaubte, dass der Riss nicht repariert werden könne. Beim Anblick der Größe dieses Labors begann ich mir Fragen zu stellen. Wenn die Zeit enden würde, warum dann das alles? Okay. Das Diagramm zeigte, dass die größten technischen Erfindungen von Monarch ab 2010 begannen. Zur gleichen Zeit begann auch etwas anderes. Ground Zero. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch an... Genau, wie viel da haben wir jetzt? Keine Ahnung. 6... Kaufen, freizuschalten, okay. Gegner müssen werden länger angezeigt. Zeitstopper. Zeitschild. Zeitschild. Was können wir mal machen? Ah! Na komm, wir sparen mal noch. Guck mal, jetzt habe ich zum Beispiel 52 Schuss. Eben hatte ich auf einmal gar keinen Schuss mehr. Jetzt muss man fürs Überspringen nochmal eine halbe Stunde Ladebildschirm akzeptieren, oder was? Oh Gott, ey. Warum gehst du nicht in der... Warum geht der nicht in Deckung? Ich gehe an die Deckung dran und der springt hoch drauf. Der springt drauf. Gut, liebe Leute, ich muss sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Pause. Ich muss mich mal ein bisschen beruhigen. Und das Spiel ist richtig nervig. Die Steuerung kotzt mich an. Es ist... Es ist einfach nur nervig, das Spiel.
Wenn es euch gefallen hat, trotzdem, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Ich werde natürlich noch weiterhin aufnehmen. Wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Bis dann. Ciao.